Heute in Wieso, teuer oder billig? Glasreiniger im Test, top oder flop? Was taugen Ärzteportale? Und Streit um Kindesunterhalt, was Väter erleben. Wie immer Wieso, kurz vor 7:30. Einen schönen guten Abend und Ihnen ganz herzlich willkommen. Ich würde Ihnen gerne ganz kurz etwas vorlesen. Zu unserer letzten Sendung hat uns eine Mail erreicht. Ein 16-jähriger Junge schreibt: Ich habe Ihren Bericht gesehen, in dem es um eine alleinerziehende Mutter ging, welche kein Geld von ihrem Ex-Ehemann bekam. Dabei wurde erwähnt, dass sich der eine Junge eine Modelleisenbahn wünscht, sich die Mutter aber diese nicht leisten kann. Nun habe ich eine neuartige Modellbahn, die ich dem Jungen gerne schenken möchte. Wow, das hat mich wirklich sehr gerührt. Was für eine Reaktion. Das wird den Jungen aus unserem Film natürlich total freuen. Und trotzdem, den größten Wunsch des Jungen kann ihm wohl niemand erfüllen. Papa, unser größter Wunsch. Papa. Die Geschichte ist hart und in Deutschland leider keine Ausnahme. Da geht eine Ehe, eine Beziehung auseinander, Geld, das den Kindern eigentlich zusteht, wird nicht gezahlt. Und noch schlimmer, der Kontakt zwischen Kind und Elternteil bricht sogar ganz ab. Unser Beitrag hat für eine spannende Diskussion gesorgt. Auf Facebook haben sich viele Väter gemeldet, die gerne alles tun würden für ihre Kinder, es aber nicht dürfen. Väter, die ihre Kinder gar nicht oder nur selten sehen dürfen. Auch das ist Realität in Deutschland. Susanne Pohlmann ist der Sache nachgegangen und hat einen Vater getroffen. Es ist Sonntagnachmittag. Andrei Schikowski würde, wie all die anderen Eltern auch, jetzt gerne mit seiner Tochter spielen. Doch die darf er nur alle 3 Monate sehen, für ein paar Stunden. Der Mann überlegt die ganze Zeit, was sie macht, ob sie jetzt richtig Fahrrad fahren kann oder immer noch mit Stützrädern fährt. Das sind Sachen, die kann ich nur nachfragen, aber nicht leibhaftig miterleben. Es ist eine lange und komplizierte Geschichte. Andrei Schikowski und seine damalige Partnerin trennen sich noch vor der Geburt der Tochter. Die Mutter gibt sie gleich nach der Geburt in eine Pflegefamilie, behält aber das Sorgerecht. Den Vater gibt sie als unbekannt an. Andrei Schikowski lässt seine Vaterschaft zwar gerichtlich feststellen und beantragt ebenfalls das Sorgerecht, doch ohne Erfolg. Man hat den Vater regelrecht entrechtet, der Mutter alle Rechte zugestanden, obwohl sie selbst weder in der Lage noch willens gewesen ist, das Kind selbst zu erziehen. Und da hat man ganz einfach gesagt, lieber das Kind zu Pflegeeltern geben als tatsächlich zum Vater. Für die Pflegefamilie zuständig ist das Jugendamt. Gegenüber Wieso möchte man sich jedoch nicht zu Einzelheiten äußern. Es heißt lediglich, die Begehren des Kindsvaters bezüglich des Sorgerechts für und des Umgangs mit dem Kind sind sämtlich amtsgerichtlich bzw. oberlandesgerichtlich geprüft und entschieden worden. Der Rechtsstreit zieht sich über mehrere Instanzen, während das Mädchen bei der Pflegefamilie aufwächst, sodass gerichtlich schließlich entschieden wird, für das Kindeswohl ist es das Beste, wenn das Mädchen dort bleibt. Für den Vater der mittlerweile 5-Jährigen eine nicht endende Qual. Im Grunde genommen ist es meine Tochter, aber ich kann sie nicht so nehmen, wie es meine Tochter ist. Der Anteil der Kinder, die außerhalb einer Ehe geboren werden, hat sich in den letzten rund 20 Jahren mehr als verdoppelt. Und, wie die langjährige Familienrichterin Birgit Niebmann beobachtet, egal ob getrennt oder geschieden, um Kinder wird mehr gekämpft. Wir stellen eine Zunahme an umgangsrechtlichen Streitigkeiten fest. Es ist aber sehr schwer, die Gründe auszumachen. Das kann daran liegen, dass Väter verstärkt Umgang wünschen mit ihren Kindern. Es kann aber auch an einer neuen Streitkultur liegen. Das kann man schwer beurteilen. Seit 2013 stärkt ein Gesetz die Rechte leiblicher Väter, die ernsthaftes Interesse am Umgang mit ihren Kindern haben. Allerdings haben Gesetze ihre Grenzen. Dann, wenn ein Elternteil Umgangsregelungen systematisch boykottiert. Der Elternteil, der ein Umgangsrecht mit Gewalt verhindern will, der schafft es auch in sehr, sehr vielen Fällen. Das kann man leider nicht leugnen. Der Fall von Andrei Schikowskis Tochter ist kompliziert, weil es neben den leiblichen Eltern von Anfang an auch noch Pflegeeltern gibt. Den Streit ums Sorgerecht hat er verloren. Doch beim Umgang möchte er noch nicht lockerlassen. Er wünscht sich einfach mehr Zeit mit seiner Tochter. Ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, wo ich auch es akzeptiere, dass meine Tochter jetzt bei den Pflegeeltern wohnt.
Allerdings sage ich immer noch, dass meine Tochter ihre gesamte Familie kennenlernen sollte und nicht nur ihren Papa und ihre Mama. Also auch die Großeltern. Häufigere und längere Besuche, insgesamt mehr Zeit mit seinem Kind. Dafür will Andrei Schikowski weiterkämpfen. Demnächst vor dem Europäischen Gerichtshof. Vielleicht hilft diese Diskussion, dass die betroffenen Eltern, egal ob Mutter oder Vater, sich nochmal bewusst machen, um was es am Ende eigentlich geht. Um die Zukunft der eigenen Kinder. Die vielleicht von einer Eisenbahn träumen, am Ende aber was anderes brauchen. Die Liebe der Eltern. Wie Sie zu Hause wahrscheinlich auch. Wir diskutieren in der Redaktion täglich über ihn. Donald Trump. Und wie Sie wahrscheinlich auch, wollen wir wissen, was da auf uns zukommt. Er will eine Mauer bauen. Er will seine Wirtschaft beschützen. Er will die strengen Regeln für die Banken aufweichen. Er will. Der erstmal gekippte Einreisestopp für Muslime hat aber gezeigt, nicht alles, was Trump will, bekommt er auch. Bei all der Unsicherheit, auch für uns, diesem Hin und Her, bleiben viele deutsche Manager, wie ich finde, ziemlich cool. Aber sind sie es wirklich? Wolfgang Jüngst konnte einen Top-Manager begleiten. Landeanflug auf den Flughafen München. Wir erwarten aus den USA einen ganz besonderen Passagier, einen Top-Manager. Wir dürfen Stefan Brandl begleiten, den Boss von EBM Papst, einem deutschen Maschinenbauer mit 1,6 Milliarden Euro Umsatz. Amerika ist ein bedeutender Absatzmarkt. Die Politik des neuen Präsidenten Trump beobachtet Stefan Brandl daher sehr genau. Herr Brandl, jetzt mal so Butter bei die Fisch, wie gefährlich ist die Politik von Donald Trump für die deutsche Wirtschaft, für Ihr Unternehmen? Ja, er spielt natürlich schon mit dem Feuer. Also wir haben schon Sorgenfalten mittlerweile im Gesicht. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass wir auch in den USA produzieren. Das heißt, wir werden davon jetzt nicht sofort betroffen sein, sondern nur die Produkte, die wir jetzt auch aus Deutschland oder aus den restlichen Produktionsstätten nach Amerika liefern. Das heißt, wir werden einen Umdenkprozess haben müssen, vielleicht noch mehr lokale Produktion aufbauen. Mehr lokale Produktion in Amerika, um drohende Importzölle zu umgehen. Für EBM Papst geht es in den USA immerhin um 200 Millionen Dollar Umsatz. Wie schnell kann denn so ein Unternehmen wie Ihr Unternehmen reagieren auf zum Beispiel Importzölle, auf Strafzölle? Naja, wir sind gut aufgestellt. Also das ist jetzt so, dass wir da keine großen Sorgen haben. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass unsere Kunden ihre Ware rechtzeitig bekommen. Und dann werden wir Arrangements auch mit den Kunden machen müssen. Sollte es tatsächlich zu einer Situation kommen, dass auf unsere Produkte Strafzölle belegt werden, dann werden wir das an unsere amerikanischen Kunden auch adressieren müssen. Das geht gar nicht an. Das heißt, die Preise werden nach oben gehen. Und machen die Kunden da mit oder müssen sie dann nicht doch woanders produzieren? Das wird ein Prozess sein, der sicherlich anstrengend ist, aber den werden wir durchfechten. Also höhere Preise durch US-Importzölle auf deutsche Waren, die in die USA geliefert werden. Was das für den Export bedeuten kann, hat das IFO-Wirtschaftsinstitut berechnet. Wenn US-Präsident Trump auf alle Einfuhren Importzölle von 20% verhängt, würden die deutschen Exporte in die USA um 19% sinken. Wenn Deutschland und die anderen Staaten der Welthandelsorganisation bei US-Waren dann den gleichen Strafzoll verlangen, könnten die deutschen Exporte in die USA sogar um 42% einbrechen. Die USA ist der wichtigste Exportmarkt für die deutschen Unternehmen. Allein an diesem Geschäft hängen in Deutschland 1 Million Arbeitsplätze. Und wenn jetzt da ein Einbruch des Exportgeschäfts kommt, dann werden auch Jobs gefährdet sein, vor allem in der Automobilbranche, aber auch im Maschinenbau, in der Pharma, sogar in der Chemie. Die Arbeitnehmer dort müssen sich in der Tat Sorgen machen. Sorgen ja, aber dass der Export tatsächlich einbricht, das erwartet EBM Papst derzeit nicht. Der Grund? Der amerikanische Markt würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn er die Strafzölle erheben würde und wir als Unternehmen plötzlich unsere Preispolitik ändern müssten, weil die Situation letzten Endes das auch erforderlich machen würde. Darüber hinaus hat man in Nordamerika, auch was das Facharbeiterniveau anbelangt, sicherlich nicht die Breite, um das in kurzer Zeit selbst aufzubauen. Das heißt, die Sorgenfalten bleiben, aber andererseits haben wir auch durchaus Grund für Optimismus. Las Vegas vor 6 Tagen. Auf der größten Fachmesse für Klima- und Lüftungstechnik müssen jetzt Weltmarktführer mit dem neuen US-Präsidenten klarkommen. Auch Stefan Brandl überlegt, wo sich künftig das Investieren lohnt. America first, wie Trump es fordert. Da muss Brandl für das Unternehmen die richtigen Lösungen finden. Investitionen in Nordamerika sind geplant. Wir wissen noch nicht wo.
Jetzt haben wir die Diskussion natürlich mit Mexiko, was durchaus ein spannendes, neues Umfeld ist. Und da schauen wir natürlich jetzt auch ganz genau hin, was passiert tatsächlich. Mexiko ist für uns ein interessanter Standort für Produktion, weil viele unserer Kunden auch in Mexiko sitzen und gleichzeitig natürlich über ein Lohngefüge verfügen, das attraktiv ist im weltweiten Wettbewerb. Und wie sehen das die anderen Unternehmen auf der Messe? Stefan Brandl hat die Stimmung sondiert. Das ist natürlich hier schon ein intensives Thema, was besprochen wird. Aber ich habe den Eindruck, dass alle, mit denen ich gesprochen habe, sich keiner beeindrucken lässt. Also jeder geht eigentlich sein normales Geschäft nach. Und es sind jetzt keine Entscheidungen bisher hier abzusehen, die in irgendeine Richtung der Vorstellung vom neuen Präsidenten laufen. Den US-Markt abriegeln und abschotten, das ist völliger Unsinn für Weltmarktführer wie EBM Papst. Bleibt die Ungewissheit, ob und wann dies auch Mr. President checkt. Für die deutschen Maschinenbauer, wir haben es gerade gehört, sind die USA der wichtigste Auslandsmarkt. Dieses Jahr sollte eigentlich ein fettes Wachstumsjahr werden. Noch hoffen alle, dass das auch so bleibt. Stundenlanges Sitzen im Wartezimmer, das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, krasse Behandlungsfehler. Wer negative Erfahrungen mit Ärzten gemacht hat, kann ihnen ein Zeugnis ausstellen, öffentlich, auf Bewertungsportalen. Das gilt aber natürlich auch für die guten Erfahrungen, wenn sich Ärzte Zeit nehmen, eine verständliche Sprache sprechen, wenn sie helfen. Lob und Kritik, beides wichtig für die Patienten, die im Netz nach einem passenden Arzt suchen. Tolle Idee, so ein Bewertungsportal. Verlassen sollte man sich aber nicht immer drauf. Spielen, lachen und Neues entdecken. So soll's immer sein! Nicht immer ist Familie Markgraf so glücklich und entspannt wie heute. Leonard leidet an Fibula Aplasie. Der Dreijährige ist mit beidseitig fehlenden Wadenbeinknochen, Fußfehlbildungen, Unterschenkelverkürzung und einer Krümmung des Schienbeinknochens zur Welt gekommen. Die Frauenärztin war extrem nett. Ich hatte jeden Monat Ultraschall, teilweise alle 3 Wochen. In jeder Sekunde des Ultraschalls hat sie immer gesagt, es ist alles in Ordnung. Immer wenn ich nachgefragt hatte und sie mit dem Ultraschall über den schwangeren Bauch gegangen ist, alles war in Ordnung gewesen. Rückblick. 2011 zieht Carolina Markgraf nach München. Kurz darauf wird sie schwanger und sucht im Internet nach einer Gynäkologin. Sie landet gleich auf der Seite des Arztbewertungsportals Yameda. Eine Frauenärztin in ihrer Nähe ist unter den Top-Ärztinnen in München gelistet. Bewertungsnoten 1,0. Das hat mich natürlich total angesprochen. Ich sah auch keine einzige Negative, sondern nur, wie kompetent und wie gut sie sei. Und dann dachte ich mir, das ist genau das, was ich jetzt brauche in der Schwangerschaft. Nach der Geburt ihres Sohnes dann der Schock. Leonard hat gravierende Fehlbildungen an beiden Beinen. Carolina Markgraf entschließt sich, einen Kommentar über die Ärztin auf Yameda zu schreiben. Das bedeutet, dass Frau Doktor leider die Fehlbildung nicht erkannt hat und das, obwohl ich so häufig Ultraschall hatte. Vom Gesetzgeber wird nicht vorgeschrieben, auf die Hände und Füße zu schauen und daran scheint sie sich gehalten zu haben. Von anderen Müttern hört sie, dass deren Frauenärzte immer auf die Extremitäten des Kindes geschaut haben. Insofern weiß ich, dass viele Frauenärzte über das gesetzliche Maß hinausgehen und sich genau die Füße und die Finger und Hände anschauen, obwohl der Gesetzgeber es nicht so vorsieht. Meine hat es halt nicht gemacht. Carolina Markgraf gibt ihrer Gynäkologin die Note 6. Wenige Tage später bekommt sie eine Mail von Yameda. Darin teilt ihr das Portal mit, dass sich die Frauenärztin gemeldet und die Bewertung in Frage gestellt habe. Yameda müsse prüfen, ob Carolina Markgraf tatsächlich bei der Ärztin in Behandlung war. Die Bewertung werde aus diesem Grund für 14 Tage aus dem Portal genommen. Carolina Markgraf schickt umgehend ihren Mutterpass und weitere Belege an Yameda, um die Behandlung nachzuweisen. Ihr Kommentar erscheint dennoch nicht wieder im Portal. Nach mehrfachem Nachhaken erhält sie folgende Erklärung von Yameda. In einem solchen Fall geht es hauptsächlich darum, abzuwägen, ob eine Bewertung eine reine Meinungsäußerung darstellt. Zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, die Ärztin hat mir nicht zugehört. Oder ob es sich um eine Tatsachenbehauptung handelt, wie zum Beispiel in ihrer Bewertung. Die Ärztin hat beim Ultraschall eine Fehlbildung nicht erkannt. Tatsachenbehauptungen sind anders als Meinungsäußerungen nicht durch das Gesetz geschützt. Im Klartext,
Wegen der Tatsachenbehauptung löscht Yameda den gesamten Text. Damit kommt das Portal der Beschwerde der Ärzte nach. Aber dass Carolina Markgraf mit ihr unzufrieden war, ist für andere Patienten nun gar nicht mehr zu erkennen. Rechtsanwalt Daniel Frasch weiß, nicht alle Patientenkritiken sind in Bewertungsportalen zu finden. Er betreut mehrere Mandanten, deren negative Kommentare ebenfalls von Arztbewertungsportalen gelöscht wurden. Von Beschwerden über das ärztliche Verhalten bis zu eindeutigem Fusch. Einen Mandanten traf es besonders hart. Er wurde von einem Zahnarzt völlig falsch behandelt. Er hat minderwertigen Zahnersatz aus dubioser Quelle eingebaut. Er hat eine Zahnfleischtransplantation vorgeschlagen, die überhaupt nicht medizinisch erforderlich war. Dann hat der Mandant die Sinnhaftigkeit dieser Behandlung nachgefragt, woraufhin der Arzt die Behandlung einfach abgebrochen hat. Ein zahnärztliches Gutachten belegt den Pfusch. Der ehemalige Patient schreibt eine negative Beurteilung auf dem Bewertungsportal Quipe. Der Zahnarzt geht juristisch dagegen vor und klagt zusätzlich die Honorarkosten von 6.500 Euro ein. Vor Gericht kann er sich nicht durchsetzen. Er bleibt auf den Kosten sitzen. Und der Mandant darf die Bewertung in einer abgeschwächten Form wieder ins Portal stellen. Nichtsdestotrotz wurde diese rechtlich zulässige Bewertung in diesem Bewertungsportal wiederum auf Betreiben des Zahnarztes gelöscht. Wohl, weil die Betreiber dieser Bewertungsportale kein Risiko eingehen wollten. Der ehemalige Patient erstellt daraufhin gemeinsam mit anderen Ex-Patienten des Zahnarztes eine Webseite. Auf dieser schildern sie ihre negativen Erfahrungen. Auch dagegen geht der Zahnarzt juristisch vor. Ein Gericht entscheidet allerdings, die Seite darf online bleiben. Auch Carolina Markgraf will die Löschung ihrer negativen Bewertung damals nicht einfach so hinnehmen. Sie schreibt eine neue Bewertung. Diese geht, von Yameda gekürzt, online. Im März vergangenen Jahres klopft das Portal aber wieder bei Markgraf an. Nach einem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofes müsse die Bewertung nochmals überprüft werden. Ein halbes Jahr hört sie nichts von Yameda. Wir haken bei dem Portal nach und erfahren, die Bewertung wird wieder gelöscht. Der Grund? Die Entscheidung, die Bewertung nicht mehr zu veröffentlichen, war für uns auf Basis der Rechtslage zwingend gegeben und damit richtig. Ich möchte mich jedoch bei der Autorin der Bewertung dafür entschuldigen, dass sie von uns keine Information über diese Entscheidung erhalten hat. Carolina Markgraf ist mehr als enttäuscht von Arztbewertungsportalen. Heutzutage würde ich natürlich nie mehr einen Arzt aufgrund seiner Bewertungen im Internet nehmen. Carolina Markgraf verlässt sich nur noch auf die Empfehlungen von Freunden und Bekannten. Auf Facebook schreiben uns noch mehrere Leute, dass sie ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass ihre kritischen Kommentare gelöscht wurden. Burkhard Ehm allerdings hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Er schreibt über Facebook: Ich kenne es umgekehrt. Mein Hausarzt und meine Zahnärztin, mit denen ich sehr zufrieden bin, kommen bei Yameda nicht gut weg. Vielleicht auch, weil es zu wenige Bewertungen gibt. Also, wie verlässlich sind diese Portale? Es hilft nichts. Wer sie nutzen will, sollte wissen, wie sie funktionieren. Darum haben wir zusammen mit zwei Ärzten das größte Portal mal genauer angeschaut. Arztbewertungsportale. Ein beliebter Weg, einen passenden Arzt zu finden. 5 Millionen Menschen nutzen monatlich allein Yameda. Aber wie zuverlässig ist die Ärzte-Rangliste auf solchen Portalen eigentlich? Christian Gollner von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat daran so seine Zweifel. Er ist Rechtsexperte und hat sich eingehend mit Deutschlands Arztbewertungsportalen beschäftigt. Nicht derjenige Arzt, der am plakativsten dort erscheint, am auffälligsten ist, ist auch der Beste. Christian Gollner hat dafür auch gleich ein Beispiel. Er schaut sich mit uns Deutschlands größtes Arztbewertungsportal Yameda näher an und macht uns auf dieses Goldsiegel aufmerksam. Wenn man das so sieht, Goldsiegel, könnte man vermuten, der hat eine Medaille gewonnen, er ist besonders gut, dieser Arzt. Wenn man drauf geht, wird man informiert darüber, er ist Yameda Kunde. Steht das Gold also weniger für die Leistungen des Arztes als vielmehr für ein besonders gutes und enges Verhältnis zwischen der Plattform und dem Arzt? Und tatsächlich verbirgt sich hinter dem Siegel ein Versprechen von Yameda an die Ärzte. Erhalten Sie neue Patienten durch einen Premium-Eintrag beim Marktführer. Solch einen Premium-Eintrag mit Goldsiegel müssen die Ärzte aber bei Yameda kaufen.
Aber wie funktioniert das genau? Und was bedeutet das für die Aussagekraft der Ärzte-Ranglisten des Portals? Das wollen wir herausfinden mit diesen beiden Ärzten, Stefan und Werner Spieren. Sie sind Fachärzte für Allgemeinmedizin. Ich habe mich immer schon gewundert, warum bei manchen Kollegen, die ich persönlich kenne oder einfach, sag ich mal, intern kenne, gewisse Bewertungen auf Profilen erscheinen, die vielleicht gar nicht so zu der Person oder zu dem Arzt passen. Stefan Spieren will daher wissen, lässt sich ein gutes Image bei Yameda vielleicht sogar kaufen? Was hat er beispielsweise davon, Geld für ein Goldprofil auszugeben? Er nimmt Kontakt zu Yameda auf und erfährt, als Goldkunde kann er sich auf der Plattform besser präsentieren, zum Beispiel mit Profilbild, Praxisfotos und eigenen Texten über seine Praxis. Stefan Spieren soll 65 Euro monatlich an Yameda zahlen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Patienten, wenn sie ein Profil sehen mit Bild, mit mehr Informationen, dass man dann aktiver auf solch einen Arzt klickt. Das kann ich mir vorstellen, dass das sinnvoll ist für mich. Neben dem Goldprofil fällt Stefan Spieren aber noch etwas auf. Die Option Top-Platzierung. Damit lässt sich offenbar eine Platzierung oberhalb der Ärzte-Rangliste erkaufen. Der Arzt lässt sich für uns ein Angebot erstellen. Und tatsächlich, für 714 Euro vierteljährlich kann er eine Platzierung ganz oben unter dem Schlagwort Allgemeinarzt erkaufen. Rechtlich in Ordnung, tückisch jedoch für den Patienten. Es gilt das Gesetz, Werbung muss getrennt werden von den anderen Inhalten. Yameda macht es so, dass oben links ein relativ kleines Icon steht, auf dem steht Anzeige. Und ich kann diesen Eintrag als Anzeige erkennen, muss aber durchaus genau hinsehen. Auf ihre Darstellung in dem Bewertungsportal können die Ärzte also Einfluss nehmen. Aber wie ist das mit den Bewertungen selbst? Auch das wollen wir wissen und hinterlassen sowohl für Stefan Spieren als auch für seinen Vater Werner erfundene Bewertungen auf deren Yameda-Profilen. Positive wie negative Kommentare. Dass es sich hierbei um keine echte Patientenmeinung handelt, bleibt in unserem Fall wochenlang unbemerkt. Für Werner Spieren ein klares Einfallstor zur Manipulation der Ärzte-Ranglisten. Da die Gefahr besteht, dass man sich auch selbst bewerten kann, würde ich es immer skeptisch sehen. Man weiß ja nie, wer dahinter steht. Wenn dann der Name dabei steht, wer es ist und man kann es nachvollziehen, würde ich sagen, okay. Nach 3 Tagen bitten wir die beiden Ärzte, sich über die negativen Bewertungen zu beschweren. Das erfundene Ärztelob bleibt bei beiden stehen. Die Kritik aber wird in beiden Fällen vorsorglich gelöscht und einer weiteren Prüfung unterzogen. Das Ergebnis? Alle Meinungen in den Arztbewertungen dürfen stehen bleiben. Tatsachenbehauptungen, wie zum Beispiel die Untersuchung hat rund 5 Minuten gedauert, werden gelöscht. Auch die Wertungsnote 5 verschwindet. So ist also nicht mehr sichtbar, dass dieser Arzt kritisiert wurde. Gerade das Portal Yameda war Gegenstand von mehreren Gerichtsurteilen, wo ganz klar gesagt wurde, Ärzte dürfen sich auch wehren. Das heißt, ein Arzt kann eine Bewertung kritisieren und kann sagen, nehmen Sie das bitte raus, das stimmt nicht. Wesentlich für negative Kritik in Ärzteportalen scheint also auch zu sein, ob sich der kritisierte Arzt beschwert oder nicht. Wir wollen von Yameda wissen, wie zuverlässig ist dann aber die Ärztewertung? Der Patient muss sich vorher mit der Rechtslage auseinandersetzen, mit unseren Nutzungsrichtlinien. Es gibt Dinge, die er nicht darf. Er darf nicht Dinge behaupten, die nicht beweisbar sind. Hier kann der Arzt jederzeit rechtlich gegen vorgehen und uns darauf hinweisen, dass wir hier Tatsachenbehauptungen veröffentlichen, die seiner Meinung nach nicht zutreffend sind. Das bedeutet allerdings, Yameda löscht auch richtige Tatsachenbehauptungen, wenn die Beweise fehlen. Wichtig für viele Nutzer ist die Reihenfolge der Ärzteliste. Aber wie kommt die bei Yameda überhaupt zustande? Auch das versuchen wir am Beispiel von Vater und Sohn Spieren herauszufinden und stellen Erstaunliches fest. Vater Werner Spieren bekommt als Allgemeinarzt zwischenzeitlich die Note 1,0 und liegt auf Platz 6 des Ärzte-Rankings. Sein Sohn Stefan wird als Allgemeinarzt zur gleichen Zeit mit der Note 1,1 bewertet, liegt damit aber auf Platz 2 der Rangliste. Wie kann das sein? Das fragen wir den Experten. Die Kriterien, die dort angesetzt wird für die Sortierung, die bleibt häufig im Verborgenen. Wie die Reihenfolge bei Yameda zustande kommt, lässt sich für Patienten auf dem Portal jedenfalls nicht erkennen. Wie erklärt Yameda selbst unsere Beobachtung? Ja, es kann passieren, dass ein Arzt mit der 1,3 über einem Arzt mit der 1,2 steht, einfach weil er deutlich mehr Bewertung bekommen hat. Wir machen aber noch eine Entdeckung. Stefan Spieren liegt im Juni vergangenen Jahres in den Top 10 der Yameda-Rangliste in seiner Stadt Wenden. Dafür erhält er in seinem Profil das Signet Top 10.
Nachdem Stefan Spieren seinen Goldstatus nicht verlängert, verschwindet plötzlich auch das Siegel von seiner Seite. Und das, obwohl er noch unter den besten 10 gelistet ist. Dazu heißt es dann von Yameda: Die Einblendung der Top-Siegel auf den Yameda-Profilen ist Teil des kostenpflichtigen Premium-Profils. Im Klartext: Kein Goldkunde, kein Top-10-Siegel auf der Yameda-Seite. Fast ein halbes Jahr haben wir uns die Arztbewertungsplattform Yameda mit den beiden Ärzten Werner und Stefan Spieren genauer angeschaut. Überzeugt sind die Ärzte am Ende nicht davon. Die von Yameda suggerierten Vorteile, die kann ich für mich gar nicht feststellen. Also weder, dass ein Ansturm von Besuchern auf der Website, auf meiner eigenen oder auch auf der Yameda-Website stattgefunden hat, noch, dass mich jetzt Patienten darauf angesprochen haben, das war für mich ein bisschen enttäuschend. Auch Patienten werden durch Bewertungsportale nicht zwingend vor Enttäuschungen bewahrt. Absolut zuverlässige Quellen sind sie für den Experten der Verbraucherzentrale nämlich nicht. Wer aber Arztportale nutzen wolle, sollte immer mehrere miteinander vergleichen. Und? Wir raten grundsätzlich auch dazu, die weiße Liste anzusehen. Das ist auch ein Portal. Hier muss ich nicht mit Werbung rechnen, denn es arbeitet nicht unmittelbar kommerziell. Denn unser Test hat gezeigt, nicht alles, was auf Arztbewertungsportalen glänzt, ist Gold. Der Glanz könnte auch bezahlt sein. Es gibt eine Arbeit im Haushalt, die man wunderbar vor sich herschieben kann. Fenster putzen. Ausreden gibt es nur zu Genüge. Und auch jetzt lohnt sich's eigentlich nicht, oder? Bei dem Schmuddelwetter. Und falls Sie genauso wenig Talent im streifenfreien Wischen haben wie ich, gibt's noch eine gute Nachricht. Es muss nicht an Ihnen liegen, dass die Fenster nicht sauber werden. Es könnte auch der Glasreiniger schuld sein. Es gibt nämlich Unterschiede, nicht nur beim Preis. Teuer oder billig? Kein Durchblick? Dann einfach sprühen und abziehen. Mit Glasreiniger sollen Fenster und Spiegel glänzen. Aber gibt es einen Unterschied zwischen teuren und billigen Produkten? Was glauben die Verbraucher? Von der Qualität her? Glaube ich nicht. Ich kaufe die günstigen, die ganz billigen. Weil die anderen sind mir einfach zu teuer und von der Wirkung her sind sie eigentlich gleich. Also ich bin schon Markenopfer, das heißt, ich nehme schon die teuren. Aber sind die teuren auch besser? Wir testen die Marken Fis für 2,47 Euro je Liter, Sidolin für 2,90 Euro und Frosch für 3,10 Euro. Deutlich günstiger sind die Glasreiniger Denkmit von DM, Cicol von Aldi Süd und Ja von Rewe. Ein Liter kostet hier jeweils nur 95 Cent. Zuerst checken wir die Inhaltsstoffe. Feiner Sprühnebel aus der Flasche. Die Substanzen gelangen so auch in die Atemluft. Aber was atmen wir da eigentlich ein? Das fragen wir Markus Gast vom Umweltbundesamt. Er prüft, was drinsteckt in den teuren Reinigern und in den billigen. Ein besonders kritischer Stoff aus unserer Sicht ist der Ammoniak. Der sollte in Glasreinigern gar nicht enthalten sein. Er ist nicht nur schädlich für die Umwelt, er ist auch noch atemwegsreizend. In den meisten Fällen ist die Konzentration des Ammoniak in der Luft zwar gering, aber sensible Personen können durchaus darauf reagieren. Und diese drei Reiniger enthalten Ammoniak. Ja von Rewe, Cicol von Aldi und die Marke Fis. Beim Sprühen kann man aber noch weitere Substanzen einatmen, nämlich Duftstoffe. Einige können Allergien auslösen und müssen daher gekennzeichnet werden. Nur bei Fis ist das der Fall. Ob die anderen aber wirklich frei sind von kritischen Duftstoffen, wissen wir nicht. Denn die Hersteller müssen allergieauslösende Duftstoffe erst ab einer bestimmten Konzentration angeben. Kann das ein Problem sein? 99,9% der Bevölkerung werden sicherlich nicht reagieren, aber es kann doch Einzelne treffen, die auch bei diesen geringen Konzentrationen schon eine allergische Reaktion zeigen. Fakt ist, nur der Spiritusreiniger von Frosch enthält überhaupt keine Duftstoffe. Jetzt wollen wir wissen, wie gut die Produkte reinigen. Dafür gehen wir ins Labor und lassen Testschmutz anrühren. Der typische Fensterschmutz besteht aus Fingertatschen sozusagen, die man durch das Hautfett, wenn man die Glasscheiben anfasst, auf die Fensterscheibe bringt und auch durch Blütenstaub und Pollen. Für den ersten Teil des Reinigungstests tragen die Experten Fett auf Glasplatten auf. Das simuliert Fingerabdrücke.
Auf weitere Glasplatten kommt ein spezieller Testschmutz aus Pollen. Im sogenannten Mehrspur-Wischgerät müssen die teuren und die billigen Glasreiniger dann zeigen, was sie können. Das Ergebnis zusammengefasst. Am besten entfernt Frosch den Schmutz. Gemeinsam auf Platz 2 die billigen Produkte Cecol von Aldi und Ja von Rewe. Gefolgt von Fiss und Denkmit von DM. Schlusslicht die teure Marke Sidolin. Ärgerlich beim Fensterputzen sind unschöne Streifen. Deshalb lassen wir auch testen, wie gut die Glasreiniger Schlierenbildung verhindern. Das Ergebnis. Auch hier liegt wieder die Marke Frosch vorne. Direkt dahinter das günstigere Produkt von Aldi. Denkmit und Sidolin liegen im Mittelfeld. Am schlechtesten Fiss und Ja. Die Hersteller werben aber nicht nur mit Sauberkeit und Glanz, sondern teils auch mit dem Abperleffekt. Der Abperleffekt entsteht dadurch, dass ein Film auf die Oberfläche aufgezogen wird, der dazu führt, dass Schmutz durch Regenwasser wieder leicht abgespült wird. Für diesen Test werden Glasscheiben mit den 6 Produkten benetzt. Nach dem Trocknen simuliert dieses kleine Gerät einen Regentropfen und misst, wie gut der Abperleffekt funktioniert. Also bei dem Sidolin konnte man einen Abperleffekt nachweisen, der sich aber nicht direkt nach dem ersten Reinigen aufgebaut hat, sondern erst nach 2-3 Reinigungszyklen. Bei Sidolin werden die Scheiben also nicht so schnell wieder schmutzig. Einen deutlich geringeren Abperleffekt bieten die Reiniger von Cecol, Ja, Frosch und Denkmit. Fiss bietet am wenigsten Schutz vor neuem Schmutz. Das teuer oder billig Fazit. Mehr Geld ausgeben lohnt sich bei Frosch. Er reinigt am besten, macht am wenigsten Schlieren und enthält keine bedenklichen Stoffe. Sidolin bietet als einziges Produkt laut Labor einen deutlichen Abperleffekt. Sonst haben die teuren Produkte nicht immer besser abgeschnitten als die billigen. Das überrascht nicht jeden. Ich habe ja die Feststellung gemacht, dass die Qualität billig oder teuer kein großer Unterschied ist. Ich will schon bei den billigeren bleiben, weil ich finde da den großen Unterschied nicht. Und für meine Zwecke zu Hause ist er gut. Ich würde dann doch mal die günstigeren ausprobieren und nicht immer zu den teuren Marken greifen. Alle Ergebnisse ausführlich auf wiso.de. Nützlich, neu und kompakt gibt es jetzt unsere Service-Nachrichten der Woche, recherchiert von Kerstin Ripper. Informationspflicht beim Online-Shopping. Wenn Online-Händler am Schlichtungsverfahren teilnehmen, sind sie ab sofort dazu verpflichtet, auf ihren Internetseiten auf außergerichtliche Schlichtungsstellen hinzuweisen. Entweder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder im Impressum. Eine Schlichtung dauert maximal 90 Tage. Ziel ist immer eine einvernehmliche Lösung. Für Kunden ist das Schlichtungsverfahren kostenlos. Mehr Infos dazu finden Sie unter verbraucher-schlichter.de. Mängel bei einem Rotwein. Zurückgerufen wird der trockene Rotwein mit der Bezeichnung Unser Hauswein Pizza Pasta Basta mit der Chargennummer L16179 der Weinmanufaktur Karl Hendrik Frick. Grund ist die fehlende Allergenkennzeichnung. Der Wein enthält Schwefeldioxid. Bereits gekaufte Flaschen werden vom Hersteller zurückgenommen. Mehr Infos dazu unter lebensmittelwarnung.de. Umweltzonen in Frankreich. Großstädte wie Paris, Grenoble oder Lyon haben jetzt Umweltzonen eingerichtet. Weitere Städte werden folgen. Wer ab dem 1. April mit seinem Fahrzeug in eine ausgewiesene Umweltzone fahren will, braucht eine gültige Plakette der französischen Behörden. Die sogenannte Vignette-Critère kann jetzt aus dem Ausland bestellt werden, allerdings nur online. Kosten 4,90 Euro inklusive Versand. Dauer rund 3 Wochen. Zurzeit gilt für ausländische Fahrzeuge noch eine Übergangsfrist. Ab 1.4. droht ohne gültige Vignette eine Geldbuße von bis zu 135 Euro. Alle notwendigen Infos dazu haben wir auf wiso.de für Sie zusammengestellt. Gerüst am Haus melden.
Eigentümer und Mieter sollten ihre Hausratversicherung unbedingt darüber informieren, wenn am Haus ein Baugerüst angebracht ist. Der Grund: Damit besteht ein erhöhtes Einbruchsrisiko. Einbrechern wird der Einstieg in das Gebäude erleichtert. Wer seine Versicherung nicht informiert, muss damit rechnen, dass diese im Schadensfall die Zahlung verweigert. Lassen Sie mich raten. Ihre Musik kaufen Sie online. Ihren Handyvertrag haben Sie online abgeschlossen. In den sozialen Netzwerken haben Sie das ein oder andere Profil angelegt. Und ein E-Mail-Konto, klar, das haben Sie auch. Alles gut so. Ist ja auch alles so bequem. Aber unser digitales Leben hat irgendwann einmal auch ein Ende. Und wie bei den Finanzen macht es Sinn, rechtzeitig zu überlegen, wer im Todesfall auf all das Zugriff haben soll. Unser Wieso-Tipp. Martin Schäfer geht mit der Zeit. Der Rentner hat sein Smartphone immer dabei. So wird der Spaziergang am Waldrand zur Fotosafari. Und seine Tochter kann quasi live dabei sein. Sie bekommt die schönsten Schnappschüsse sofort geschickt. Martin Schäfer ist immer online. Wenn man irgendwo mit jungen Leuten in Kontakt bleiben will, bleibt dann gar nichts anderes übrig. Man muss WhatsApp haben oder Trema oder irgendein anderes. Doch nicht nur unterwegs ist Martin Schäfer digital. Seine Schaltzentrale ist bei ihm zu Hause. Ohne Computer und Internet geht bei ihm heute nichts mehr. Ich mache Online-Banking auch schon sehr, sehr lange. Mache auch meine häuslichen Statistiken, Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Ansonsten mache ich meine im PC meine Bilder, also meine Fotos, meine Fotodateien und Kommunikation mit Freunden im In- und Ausland. Ordner mit Unterlagen oder Kontoauszügen sucht man bei Martin Schäfer vergeblich im Regal. Er verwaltet das meiste auf dem Rechner. Selbst seine Musik hat er digitalisiert und hört sie direkt vom USB-Stick. Dieses digitale Leben wird er irgendwann auch vererben. Erben übernehmen alle Rechte und Pflichten eines Verstorbenen. Dazu gehört auch sein digitaler Nachlass, also beispielsweise Verträge, die der Verstorbene im Internet abgeschlossen hat, oder Rechnungen, die nur per Mail zugestellt werden. Allerdings, welche Online-Konten Martin Schäfer besitzt, welche Verträge er hat und vor allem, wie die Zugangsdaten dazu lauten, weiß bislang nur er. Damit seine Erben später wissen, was überhaupt zu seinem digitalen Nachlass gehört, erstellt er eine Liste. Wie Sie dabei vorgehen können? Unsere Wieso-Tipps. Verträge. Notieren Sie alle Verträge, die Sie online geschlossen haben. Wie zum Beispiel für das Handy, Versicherungen oder kostenpflichtige Abonnements, die sich automatisch verlängern. Beachten Sie, die meisten Verträge enden nicht automatisch mit dem Tod. Sie müssen von den Erben gekündigt werden. Finanzen. Listen Sie Ihre Zugänge bei Online-Shops oder Online-Banken auf. Gleiches gilt für Online-Bezahldienste oder Bonusprogramme, bei denen Sie eventuell Guthaben besitzen. Profile. Führen Sie auch all Ihre E-Mail-Adressen, Profile in Foren oder in sozialen Netzwerken auf. Auch sie gehören zu Ihrem digitalen Nachlass. Online-Speicher. Listen Sie alle virtuellen Konten auf, in denen Sie online Dokumente, Fotos oder Musik gespeichert haben. Martin Schäfer war als Controller tätig, daher ist sein Katalog über all seine Benutzerkonten und Daten akribisch genau. Doch nicht genug. Ohne die dazugehörigen Passwörter hätten seine Frau oder seine Tochter nach seinem Tod erstmal keinen Zugriff. Wenn Erben die Passwörter der Verstorbenen nicht kennen, müssen sie häufig einen kostenpflichtigen Erbschein nachweisen, um beispielsweise von E-Mail-Anbietern den Zugang zum Account zu erhalten. Martin Schäfer hat seine Passwortliste ausgedruckt und zusätzlich auf einem USB-Stick gespeichert, der, genau wie sein Rechner, mit einem Code verschlüsselt ist. Für den Fall, dass ich mal das Zeitliche segne, gibt es eine Vorkehrung, dass meine Frau oder meine Tochter und oder an diesen allwissenden Code dran können. Und in jedem Falle auf den Rechner können, um das Wesentliche zu reproduzieren oder sich anzusehen oder zu löschen. Wie Sie Ihre Passwörter Ihren Erben zugänglich machen
Unsere Tipps: Verwahren Sie Ihre Passwortliste an einem sicheren Ort. Sie können Ihre Passwörter auch zusammen mit Ihrem Testament bei einem Notar hinterlegen. Beachten Sie, wenn Sie diese Liste beim Notar aktualisieren wollen, können erneut Kosten auf Sie zukommen. Notieren Sie in Ihrem Testament oder in Ihrer Vorsorgevollmacht, was soll mit Ihren Daten und Ihren Accounts geschehen und wer soll sich um Ihren digitalen Nachlass kümmern. Wichtig: Diese Vertrauensperson benötigt Zugriff auf Ihre sicher verwahrte Passwortliste. Martin Schäfer verwahrt den verschlüsselten USB-Stick mit den Geheimnissen rund um seinen Computer in einem Bankschließfach. Den Schlüssel hierfür hat nur seine Frau. Damit hat Martin Schäfer die wichtigsten Vorkehrungen für seinen digitalen Nachlass getroffen. Auf wiso.de: Was Erben tun können, wenn Verstorbene ihren digitalen Nachlass nicht geregelt hatten. Infos zum Vererben von E-Books. Und wie Internetunternehmen im Todesfall mit ihrem Profil umgehen. Das waren sie, unsere Wieso-Geschichten und Tipps an diesem Montag. Die ganze Woche gibt es Verbraucher- und Wirtschaftsthemen bei uns im Netz. Und dort ist auch der Platz für Kritik und auch gerne für Lob. Auf unserer Facebook-Seite, wenn Sie mögen, teilen, liken, kommentieren Sie. Dafür ist diese Seite da. Hier geht's jetzt weiter mit dem Fernsehfilm der Woche. Neben der Spur heißt er, Dein Wille geschehe. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Ciao. In der nächsten Wieso-Sendung: Schmutz auf dem Fußboden, in der Küche oder im Bad. Für den alltäglichen Putz im Haushalt gibt es Allzweckreiniger. Doch muss es das teure Markenprodukt sein oder tut es auch das günstige Reinigungsmittel vom Discounter? Umweltzonen in Frankreich. Großstädte wie Paris, Grenoble oder Lyon haben jetzt Umweltzonen eingerichtet. Weitere Städte werden folgen. Wer ab dem 1. April mit seinem Fahrzeug in eine ausgewiesene Umweltzone fahren will, braucht eine gültige Plakette der französischen Behörden. Die sogenannte Vignette Critère kann jetzt aus dem Ausland bestellt werden, allerdings nur online. Kosten 4,90 Euro inklusive Versand. Dauer rund 3 Wochen. Zurzeit gilt für ausländische Fahrzeuge noch eine Übergangsfrist. Ab 1.4. droht ohne gültige Vignette eine Geldbuße von bis zu 135 Euro. Alle notwendigen Infos dazu haben wir auf wieso.de für Sie zusammengestellt. Gerüst am Haus melden. Eigentümer und Mieter sollten ihre Hausratversicherung unbedingt darüber informieren, wenn am Haus ein Baugerüst angebracht ist. Der Grund: Damit besteht ein erhöhtes Einbruchsrisiko. Einbrechern wird der Einstieg in das Gebäude erleichtert. Wer seine Versicherung nicht informiert, muss damit rechnen, dass diese im Schadensfall die Zahlung verweigert. Lassen Sie mich raten. Ihre Musik kaufen Sie online. Ihren Handyvertrag haben Sie online abgeschlossen. In den sozialen Netzwerken haben Sie das ein oder andere Profil angelegt. Und ein E-Mail-Konto, klar, das haben Sie auch. Alles gut so. Ist ja auch alles so bequem. Aber unser digitales Leben hat irgendwann einmal auch ein Ende. Und wie bei den Finanzen macht es Sinn, rechtzeitig zu überlegen, wer im Todesfall auf all das Zugriff haben soll. Unser Wieso-Tipp. Martin Schäfer geht mit der Zeit. Der Rentner hat sein Smartphone immer dabei. So wird der Spaziergang am Waldrand zur Fotosafari. Und seine Tochter kann quasi live dabei sein. Sie bekommt die schönsten Schnappschüsse sofort geschickt. Martin Schäfer ist immer online. Wenn man irgendwo mit jungen Leuten in Kontakt bleiben will, bleibt dann gar nichts anderes übrig. Man muss WhatsApp haben oder Trema oder irgendein anderes. Doch nicht nur unterwegs ist Martin Schäfer digital. Seine Schaltzentrale ist bei ihm zu Hause. Ohne Computer und Internet geht bei ihm heute nichts mehr. Ich mache Online-Banking auch schon sehr, sehr lange. Mache auch meine häuslichen Statistiken, Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Ansonsten mache ich meine im PC meine Bilder, also meine Fotos, meine Fotodateien. Und ja, Kommunikation mit Freunden im In- und Ausland.
Ordner mit Unterlagen oder Kontoauszügen. Aber sensible Personen können durchaus darauf reagieren. Und diese drei Reiniger enthalten Ammoniak. Ja von Rewe, Zekol von Aldi und die Marke Fiss. Beim Sprühen kann man aber noch weitere Substanzen einatmen, nämlich Duftstoffe. Einige können Allergien auslösen und müssen daher gekennzeichnet werden. Nur bei Fiss ist das der Fall. Ob die anderen aber wirklich frei sind von kritischen Duftstoffen, wissen wir nicht. Denn die Hersteller müssen allergieauslösende Duftstoffe erst ab einer bestimmten Konzentration angeben. Kann das ein Problem sein? 99,9% der Bevölkerung werden sicherlich nicht reagieren, aber es kann doch Einzelne treffen, die auch bei diesen geringen Konzentrationen schon eine allergische Reaktion zeigen. Fakt ist, nur der Spiritusreiniger von Frosch enthält überhaupt keine Duftstoffe. Jetzt wollen wir wissen, wie gut die Produkte reinigen. Dafür gehen wir ins Labor und lassen Testschmutz anrühren. Der typische Fensterschmutz besteht aus Fingertatschen sozusagen, die man durch das Hautfett, wenn man die Glasscheiben anfasst, auf die Fensterscheibe bringt und auch durch Blütenstaub und Pollen. Für den ersten Teil des Reinigungstests tragen die Experten Fett auf Glasplatten auf. Das simuliert Fingerabdrücke. Auf weitere Glasplatten kommt ein spezieller Testschmutz aus Pollen. Im sogenannten Mehrspur-Wischgerät müssen die teuren und die billigen Glasreiniger dann zeigen, was sie können. Das Ergebnis zusammengefasst. Am besten entfernt Frosch den Schmutz. Gemeinsam auf Platz 2 die billigen Produkte Zekol von Aldi und Ja von Rewe. Gefolgt von Fiss und Denkmit von DM. Schlusslicht die teure Marke Sidolin. Ärgerlich beim Fensterputzen sind unschöne Streifen. Deshalb lassen wir auch testen, wie gut die Glasreiniger Schlierenbildung verhindern. Das Ergebnis. Auch hier liegt wieder die Marke Frosch vorne. Direkt dahinter das günstigere Produkt von Aldi. Denkmit und Sidolin liegen im Mittelfeld. Am schlechtesten Fiss und Ja. Die Hersteller werben aber nicht nur mit Sauberkeit und Glanz, sondern teils auch mit dem Abperleffekt. Der Abperleffekt entsteht dadurch, dass ein Film auf die Oberfläche aufgezogen wird, der dazu führt, dass Schmutz durch Regenwasser wieder leicht abgespült wird. Für diesen Test werden Glasscheiben mit den 6 Produkten benetzt. Nach dem Trocknen simuliert dieses kleine Gerät einen Regentropfen und misst, wie gut der Abperleffekt funktioniert. Also bei dem Sidolin konnte man einen Abperleffekt nachweisen, der sich aber nicht direkt nach dem ersten Reinigen aufgebaut hat, sondern erst nach 2, 3 billigen. Weil die anderen sind mir einfach zu teuer und von der Wirkung her sind sie eigentlich gleich. Also ich bin schon Markenopfer, das heißt, ich nehme schon die teuren. Aber sind die teuren auch besser? Wir testen die Marken Fiss für 2,47 Euro je Liter, Sidolin für 2,90 Euro und Frosch für 3,10 Euro. Deutlich günstiger sind die Glasreiniger Denkmit von DM, Zekol von Aldi Süd und Ja von Rewe. Ein Liter kostet hier jeweils nur 95 Cent. Zuerst checken wir die Inhaltsstoffe. Feiner Sprühnebel aus der Flasche. Die Substanzen gelangen so auch in die Atemluft. Aber was atmen wir da eigentlich ein? Das fragen wir Markus Gast vom Umweltbundesamt. Er prüft, was drinsteckt in den teuren Reinigern und in den billigen. Ein besonders kritischer Stoff aus unserer Sicht ist der Ammoniak. Der sollte in Glasreinigern gar nicht enthalten sein. Er ist nicht nur schädlich für die Umwelt, er ist auch noch atemwegsreizend. In den meisten Fällen ist die Konzentration des Ammoniak in der Luft zwar gering, aber sensible Personen können durchaus darauf reagieren. Und diese drei Reiniger enthalten Ammoniak. Ja von Rewe, Zekol von Aldi und die Marke Fiss. Beim Sprühen kann man aber noch weitere Substanzen einatmen, nämlich Duftstoffe. Einige können Allergien auslösen und müssen daher gekennzeichnet werden. Nur bei Fiss ist das der Fall. Ob die anderen aber wirklich frei sind von kritischen Duftstoffen, wissen wir nicht. Denn die Hersteller müssen allergieauslösende Duftstoffe erst ab einer bestimmten Konzentration angeben. Kann das ein Problem sein?
99,9% der Bevölkerung werden sicherlich nicht reagieren, aber es kann doch Einzelne treffen, die auch bei diesen geringen Konzentrationen schon eine allergische Reaktion zeigen. Fakt ist, nur der Spiritusreiniger von Frosch enthält überhaupt keine Duftstoffe. Jetzt wollen wir wissen, wie gut die Produkte reinigen. Dafür gehen wir ins Labor und lassen Testschmutz anrühren. Der typische Fensterschmutz besteht aus Fingertatschen sozusagen, die man durch das Hautfett, wenn man die Glasscheiben anfasst, auf die Fensterscheibe bringt und auch durch Blütenstaub und Pollen. Für den ersten Teil des Reinigungstests tragen die Experten Fett auf Glasplatten auf. Das simuliert Fingerabdrücke. Auf weitere Glasplatten kommt ein spezieller Testschmutz aus Pollen. Im sogenannten Mehrspur-Wischgerät müssen die teuren und die billigen Glasreiniger dann zeigen, was sie können. Das Ergebnis zusammengefasst. Am besten entfernt Frosch den Schmutz. Gemeinsam auf Platz 2 die billigen Produkte Cecol von Aldi und Ja von Rewe. Nützlich, neu und kompakt gibt es jetzt unsere Service-Nachrichten der Woche, recherchiert von Kerstin Ripper. Informationspflicht beim Online-Shopping. Wenn Online-Händler am Schlichtungsverfahren teilnehmen, sind sie ab sofort dazu verpflichtet, auf ihren Internetseiten auf außergerichtliche Schlichtungsstellen hinzuweisen. Entweder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder im Impressum. Eine Schlichtung dauert maximal 90 Tage. Ziel ist immer eine einvernehmliche Lösung. Für Kunden ist das Schlichtungsverfahren kostenlos. Mehr Infos dazu finden Sie unter verbraucher-schlichter.de. Mängel bei einem Rotwein. Zurückgerufen wird der trockene Rotwein mit der Bezeichnung Unser Hauswein Pizza Pasta Basta mit der Chargennummer L16179 der Weinmanufaktur Karl Hendrik Frick. Grund ist die fehlende Allergenkennzeichnung. Der Wein enthält Schwefeldioxid. Bereits gekaufte Flaschen werden vom Hersteller zurückgenommen. Mehr Infos dazu unter lebensmittelwarnung.de. Umweltzonen in Frankreich. Großstädte wie Paris, Grenoble oder Lyon haben jetzt Umweltzonen eingerichtet. Weitere Städte werden folgen. Wer ab dem 1. April mit seinem Fahrzeug in eine ausgewiesene Umweltzone fahren will, braucht eine gültige Plakette der französischen Behörden. Die sogenannte Vignette-Critère kann jetzt aus dem Ausland bestellt werden, allerdings nur online. Kosten 4,90 Euro inklusive Versand, Dauer rund 3 Wochen. Zurzeit gilt für ausländische Fahrzeuge noch eine Übergangsfrist. Ab 1.4. droht ohne gültige Vignette eine Geldbuße von bis zu 135 Euro. Alle notwendigen Infos dazu haben wir auf viso.de für Sie zusammengestellt. Gerüst am Haus melden. Eigentümer und Mieter sollten ihre Hausratversicherung unbedingt darüber informieren, wenn am Haus ein Baugerüst angebracht ist. Der Grund? Damit besteht ein erhöhtes Einbruchsrisiko. Einbrechern wird der Einstieg in das Gebäude erleichtert. Wer seine Versicherung nicht informiert, muss damit rechnen, dass diese im Schadensfall die Zahlung verweigert. Lassen Sie mich raten. Ihre Musik? Kaufen Sie online. Ihren Handyvertrag haben Sie online abgeschlossen. In den sozialen Netzwerken haben Sie das ein oder andere Profil angelegt. Und ein E-Mail-Konto, klar, das haben Sie auch. Alles gut so. Ist ja auch alles so bequem. Aber unser digitales Leben hat irgendwann einmal auch ein Ende. Und wie bei den Finanzen macht es Sinn, rechtzeitig zu überlegen, wer im Todesfall auf all das Zugriff haben soll. Unser Wieso-Tipp. Er nimmt Kontakt zu Yameda auf und erfährt, als Goldkunde kann er sich auf der Plattform besser präsentieren. Zum Beispiel mit Profilbild, Praxisfotos und eigenen Texten über seine Praxis. Stefan Spieren soll 65 Euro monatlich an Yameda zahlen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Patienten, wenn sie ein Profil sehen mit Bild, mit mehr Informationen, dass man dann aktiver auf solch einen Arzt klickt. Das kann ich mir vorstellen, dass das sinnvoll ist für mich. Neben dem Goldprofil fällt Stefan Spieren aber noch etwas auf. Die Option Top-Platzierung. Damit lässt sich offenbar eine Platzierung oberhalb der Ärzte-Rangliste erkaufen.
Der Arzt lässt sich für uns ein Angebot erstellen. Und tatsächlich, für 714 Euro vierteljährlich kann er eine Platzierung ganz oben unter dem Schlagwort Allgemeinarzt erkaufen. Rechtlich in Ordnung, tückisch jedoch für den Patienten. Es gilt das Gesetz, Werbung muss getrennt werden von den anderen Inhalten. Jameda macht es so, dass oben links ein relativ kleines Icon steht, auf dem steht Anzeige. Und ich kann diesen Eintrag als Anzeige erkennen, muss aber durchaus genau hinsehen. Auf ihre Darstellung in dem Bewertungsportal können die Ärzte also Einfluss nehmen. Aber wie ist das mit den Bewertungen selbst? Auch das wollen wir wissen und hinterlassen sowohl für Stefan Spieren als auch für seinen Vater Werner erfundene Bewertungen auf deren Yameda-Profilen. Positive wie negative Kommentare. Dass es sich hierbei um keine echte Patientenmeinung handelt, bleibt in unserem Fall wochenlang unbemerkt. Für Werner Spieren ein klares Einfallstor zur Manipulation der Ärzte-Ranglisten. Da die Gefahr besteht, dass man sich auch selbst bewerten kann, würde ich es immer skeptisch sehen. Man weiß ja nie, wer dahinter steht. Wenn dann der Name dabei steht, wer es ist und man kann es nachvollziehen, würde ich sagen, okay. Nach 3 Tagen bitten wir die beiden Ärzte, sich über die negativen Bewertungen zu beschweren. Das erfundene Ärztelob bleibt bei beiden stehen. Die Kritik aber wird in beiden Fällen vorsorglich gelöscht und einer weiteren Prüfung unterzogen. Das Ergebnis? Alle Meinungen in den Arztbewertungen dürfen stehen bleiben. Tatsachenbehauptungen, wie zum Beispiel die Untersuchung hat rund 5 Minuten gedauert, werden gelöscht. Auch die Wertungsnote 5 verschwindet. So ist also nicht mehr sichtbar, dass dieser Arzt kritisiert wurde. Gerade das Portal Yameda war Gegenstand von mehreren Gerichtsurteilen, wo ganz klar gesagt wurde, Ärzte dürfen sich auch wehren. Das heißt, ein Arzt kann eine Bewertung kritisieren und kann sagen, nehmen Sie das bitte raus, das stimmt nicht. Wesentlich für negative Kritik in Ärzteportalen scheint also auch zu sein, ob sich der kritisierte Arzt beschwert oder nicht. Wir wollen von Yameda wissen, wie zuverlässig ist dann aber die Ärztewertung? Der Patient muss sich vorher mit der Rechtslage auseinandersetzen, mit unseren Nutzungsrichtlinien. Es gibt Dinge, die er nicht darf. Er darf nicht Dinge behaupten, die nicht beweisen. Diese im Schadensfall die Zahlung verweigert. Lassen Sie mich raten. Ihre Musik kaufen Sie online. Ihren Handyvertrag haben Sie online abgeschlossen. In den sozialen Netzwerken haben Sie das ein oder andere Profil angelegt. Und ein E-Mail-Konto, klar, das haben Sie auch. Alles gut so. Ist ja auch alles so bequem. Aber unser digitales Leben hat irgendwann einmal auch ein Ende. Und wie bei den Finanzen macht es Sinn, rechtzeitig zu überlegen, wer im Todesfall auf all das Zugriff haben soll. Unser Wieso-Tipp. Martin Schäfer geht mit der Zeit. Der Rentner hat sein Smartphone immer dabei. So wird der Spaziergang am Waldrand zur Fotosafari. Und seine Tochter kann quasi live dabei sein. Sie bekommt die schönsten Schnappschüsse sofort geschickt. Martin Schäfer ist immer online. Wenn man irgendwo mit jungen Leuten in Kontakt bleiben will, bleibt dann gar nichts anderes übrig. Man muss WhatsApp haben oder Trema oder irgendein anderes. Doch nicht nur unterwegs ist Martin Schäfer digital. Seine Schaltzentrale ist bei ihm zu Hause. Ohne Computer und Internet geht bei ihm heute nichts mehr. Ich mache Online-Banking auch schon sehr, sehr lange. Mache auch meine häuslichen Statistiken, Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Ansonsten mache ich meine im PC meine Bilder, also meine Fotos, meine Fotodateien und Kommunikation mit Freunden im In- und Ausland. Ordner mit Unterlagen oder Kontoauszügen sucht man bei Martin Schäfer vergeblich im Regal. Er verwaltet das meiste auf dem Rechner. Selbst seine Musik hat er digitalisiert und hört sie direkt vom USB-Stick. Dieses digitale Leben wird er irgendwann auch vererben. Erben übernehmen alle Rechte und Pflichten eines Verstorbenen. Dazu gehört auch sein digitaler Nachlass, also beispielsweise Verträge, die der Verstorbene im Internet abgeschlossen hat. Oder Rechnungen, die nur per Mail zugestellt werden. Allerdings, welche Online-Konten Martin Schäfer besitzt, welche Verträge er hat und vor allem, wie die Zugangsdaten dazu lauten, weiß bislang nur er. Damit seine Erben später wissen, was überhaupt zu seinem digitalen Nachlass gehört, erstellt er eine Liste. Wie Sie dabei vorgehen können, unsere Wieso-Tipps.
Verträge. Notieren Sie alle Verträge, die Sie online geschlossen haben. Wie zum Beispiel für das Handy, Versicherungen oder kostenpflichtige Abonnements, die sich automatisch verlängern. Beachten Sie, die meisten Verträge enden nicht automatisch mit dem Tod. Sie müssen von den Erben... Mängel bei einem Rotwein. Zurückgerufen wird der trockene Rotwein mit der Bezeichnung Unser Hauswein Pizza Pasta Basta mit der Chargennummer L16179 der Weinmanufaktur Karl Hendrik Frick. Grund ist die fehlende Allergenkennzeichnung. Der Wein enthält Schwefeldioxid. Bereits gekaufte Flaschen werden vom Hersteller zurückgenommen. Mehr Infos dazu unter lebensmittelwarnung.de. Umweltzonen in Frankreich. Großstädte wie Paris, Grenoble oder Lyon haben jetzt Umweltzonen eingerichtet. Weitere Städte werden folgen. Wer ab dem 1. April mit seinem Fahrzeug in eine ausgewiesene Umweltzone fahren will, braucht eine gültige Plakette der französischen Behörden. Die sogenannte Vignette Critère kann jetzt aus dem Ausland bestellt werden, allerdings nur online. Kosten 4,90 Euro inklusive Versand, Dauer rund 3 Wochen. Zurzeit gilt für ausländische Fahrzeuge noch eine Übergangsfrist. Ab 1.4. droht ohne gültige Vignette eine Geldbuße von bis zu 135 Euro. Alle notwendigen Infos dazu haben wir auf viso.de für Sie zusammengestellt. Gerüst am Haus melden. Eigentümer und Mieter sollten ihre Hausratversicherung unbedingt darüber informieren, wenn am Haus ein Baugerüst angebracht ist. Der Grund: Damit besteht ein erhöhtes Einbruchsrisiko. Einbrechern wird der Einstieg in das Gebäude erleichtert. Wer seine Versicherung nicht informiert, muss damit rechnen, dass diese im Schadensfall die Zahlung verweigert. Lassen Sie mich raten. Ihre Musik kaufen Sie online. Ihren Handyvertrag haben Sie online abgeschlossen. In den sozialen Netzwerken haben Sie das ein oder andere Profil angelegt. Und ein E-Mail-Konto, klar, das haben Sie auch. Alles gut so. Ist ja auch alles so bequem. Aber unser digitales Leben hat irgendwann einmal auch ein Ende. Und wie bei den Finanzen macht es Sinn, rechtzeitig zu überlegen, wer im Todesfall auf all das Zugriff haben soll. Unser Viso-Tipp. Martin Schäfer geht mit der Zeit. Der Rentner hat sein Smartphone immer dabei. So wird der Spaziergang am Waldrand zur Fotosafari. Und seine Tochter kann quasi live dabei sein. Sie bekommt die schönsten Schnappschüsse sofort geschickt. Martin Schäfer ist immer online. Wenn man irgendwo mit jungen Leuten in Kontakt bleiben will, bleibt dann gar nichts anderes übrig. Man muss WhatsApp haben oder Trema oder irgendein anderes. Doch nicht nur unterwegs ist Martin Schäfer digital. Seine Schaltzentrale ist bei ihm zum Beispiel Importzölle auf Strafzölle. Naja, wir sind gut aufgestellt. Also das ist jetzt so, dass wir da keine großen Sorgen haben. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass unsere Kunden ihre Ware rechtzeitig bekommen. Und dann werden wir Arrangements auch mit den Kunden machen müssen. Sollte es tatsächlich zu einer Situation kommen, dass auf unsere Produkte Strafzölle belegt werden, dann werden wir das an unsere amerikanischen Kunden auch adressieren müssen. Das geht gar nicht an. Das heißt, die Preise werden nach oben gehen. Und machen die Kunden da mit oder müssen sie dann nicht doch woanders produzieren? Das wird ein Prozess sein, der sicherlich anstrengend ist, aber den werden wir durchfechten. Also höhere Preise durch US-Importzölle auf deutsche Waren, die in die USA geliefert werden. Was das für den Export bedeuten kann, hat das IFO-Wirtschaftsinstitut berechnet. Wenn US-Präsident Trump auf alle Einfuhren Importzölle von 20% verhängt, würden die deutschen Exporte in die USA um 19% sinken. Wenn Deutschland und die anderen Staaten der Welthandelsorganisation bei US-Waren dann den gleichen Strafzoll verlangen, könnten die deutschen Exporte in die USA sogar um 42% einbrechen. Die USA ist der wichtigste Exportmarkt für die deutschen Unternehmen. Allein an diesem Geschäft hängen in Deutschland 1 Million Arbeitsplätze. Und wenn jetzt da ein Einbruch des Exportgeschäfts kommt, dann werden auch Jobs gefährdet sein, vor allem in der Automobilbranche, aber auch im Maschinenbau, in der Pharma, sogar in der Chemie. Die Arbeitnehmer dort müssen sich in der Tat Sorgen machen. Sorgen ja, aber dass der Export tatsächlich einbricht, das erwartet EBM-Papst derzeit nicht. Der Grund? Der amerikanische Markt würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn er
die Strafzölle erheben würde und wir als Unternehmen plötzlich unsere Preispolitik ändern müssten, weil die Situation letzten Endes das auch erforderlich machen würde. Darüber hinaus hat man in Nordamerika, auch was das Facharbeiterniveau anbelangt, sicherlich nicht die Breite, um das in kurzer Zeit selbst aufzubauen. Das heißt, die Sorgenfalten bleiben, aber andererseits haben wir auch durchaus Grund für Optimismus. Las Vegas vor 6 Tagen. Auf der größten Fachmesse für Klima- und Lüftungstechnik müssen jetzt Weltmarktführer mit dem neuen US-Präsidenten klarkommen. Auch Stefan Brandl überlegt, wo sich künftig das Investieren lohnt. America first, wie Trump es fordert. Da muss Brandl für das Unternehmen die richtigen Lösungen finden. Investitionen in Nordamerika sind geplant. Wir wissen noch nicht wo. Jetzt haben wir die Diskussion natürlich mit Mexiko, was durchaus ein spannendes neues Umfeld ist. Und da schauen wir natürlich jetzt auch ganz genau hin, was passiert tatsächlich. Mexiko ist für uns ein interessanter Standort für Produktion, weil viele unserer Kunden auch in Mexiko sitzen und gleichzeitig natürlich über ein Lohngefüge verfügen, das attraktiv ist im weltweiten Wettbewerb. Und wie sehen das die anderen Unternehmen auf der Messe? Stefan Brandl hat die Stimmung sondiert. Das ist natürlich hier schon ein intensives Thema, was besprochen wird. Aber ich habe den Eindruck, dass alle, mit denen ich gesprochen habe. Deshalb lassen wir auch testen, wie gut die Glasreiniger Schlierenbildung verhindern. Das Ergebnis. Auch hier liegt wieder die Marke Frosch vorne. Direkt dahinter das günstigere Produkt von Aldi. Denkmit und Sidolin liegen im Mittelfeld. Am schlechtesten Fis und Ja. Die Hersteller werben aber nicht nur mit Sauberkeit und Glanz, sondern teils auch mit dem Abperleffekt. Der Abperleffekt entsteht dadurch, dass ein Film auf die Oberfläche aufgezogen wird, der dazu führt, dass Schmutz durch Regenwasser wieder leicht abgespült wird. Für diesen Test werden Glasscheiben mit den 6 Produkten benetzt. Nach dem Trocknen simuliert dieses kleine Gerät einen Regentropfen und misst, wie gut der Abperleffekt funktioniert. Also bei dem Sidolin konnte man einen Abperleffekt nachweisen, der sich aber nicht direkt nach dem ersten Reinigen aufgebaut hat, sondern erst nach 2, 3 Reinigungszyklen. Bei Sidolin werden die Scheiben also nicht so schnell wieder schmutzig. Einen deutlich geringeren Abperleffekt bieten die Reiniger von Cecol, Ja, Frosch und Denkmit. Fis bietet am wenigsten Schutz vor neuem Schmutz. Das teuer oder billig Fazit. Mehr Geld ausgeben lohnt sich bei Frosch. Er reinigt am besten, macht am wenigsten Schlieren und enthält keine bedenklichen Stoffe. Sidolin bietet als einziges Produkt laut Labor einen deutlichen Abperleffekt. Sonst haben die teuren Produkte nicht immer besser abgeschnitten als die billigen. Das überrascht nicht jeden. Ich habe ja die Feststellung gemacht, dass die Qualität billig oder teuer kein großer Unterschied ist. Ich würde schon bei den billigeren bleiben, weil ich finde da den großen Unterschied nicht. Und für meine Zwecke zu Hause ist auch gut. Ich würde dann doch mal die günstigeren ausprobieren und nicht immer zu den teuren Marken greifen. Alle Ergebnisse ausführlich auf wieso.de. Nützlich, neu und kompakt gibt es jetzt unsere Service-Nachrichten der Woche, recherchiert von Kerstin Ripper. Informationspflicht beim Online-Shopping. Wenn Online-Händler am Schlichtungsverfahren teilnehmen, sind sie ab sofort dazu verpflichtet, auf ihren Internetseiten auf außergerichtliche Schlichtungsstellen hinzuweisen. Entweder in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder im Impressum. Eine Schlichtung dauert maximal 90 Tage. Ziel ist immer eine einvernehmliche Lösung. Für Kunden ist das Schlichtungsverfahren kostenlos. Mehr Infos dazu finden Sie unter verbraucher-schlichter.de. Mängel bei einem Rotwein. Zurückgerufen wird der trockene Rotwein mit der Bezeichnung Unser Hauswein Pizza Pasta Basta. Mit der Chargennummer Zone fahren will, braucht eine gültige Plakette der französischen Behörden. Die sogenannte Vignette Critère kann jetzt aus dem Ausland bestellt werden, allerdings nur online. Kosten 4,90 Euro inklusive Versand. Dauer rund 3 Wochen. Zurzeit gilt für ausländische Fahrzeuge noch eine Übergangsfrist. Ab 1.4. droht ohne gültige Vignette eine Geldbuße von bis zu 135 Euro. Alle notwendigen Infos dazu haben wir auf wieso.de für Sie zusammengestellt. Gerüst am Haus melden.
Eigentümer und Mieter sollten ihre Hausratversicherung unbedingt darüber informieren, wenn am Haus ein Baugerüst angebracht ist. Der Grund: Damit besteht ein erhöhtes Einbruchsrisiko. Einbrechern wird der Einstieg in das Gebäude erleichtert. Wer seine Versicherung nicht informiert, muss damit rechnen, dass diese im Schadensfall die Zahlung verweigert. Lassen Sie mich raten. Ihre Musik kaufen Sie online. Ihren Handyvertrag haben Sie online abgeschlossen. In den sozialen Netzwerken haben Sie das ein oder andere Profil angelegt. Und ein E-Mail-Konto, klar, das haben Sie auch. Alles gut so. Ist ja auch alles so bequem. Aber unser digitales Leben hat irgendwann einmal auch ein Ende. Und wie bei den Finanzen macht es Sinn, rechtzeitig zu überlegen, wer im Todesfall auf all das Zugriff haben soll. Unser Wieso-Tipp. Martin Schäfer geht mit der Zeit. Der Rentner hat sein Smartphone immer dabei. So wird der Spaziergang am Waldrand zur Fotosafari. Und seine Tochter kann quasi live dabei sein. Sie bekommt die schönsten Schnappschüsse sofort geschickt. Martin Schäfer ist immer online. Wenn man irgendwo mit jungen Leuten in Kontakt bleiben will, bleibt dann gar nichts anderes übrig. Man muss WhatsApp haben oder Trema oder irgendein anderes. Doch nicht nur unterwegs ist Martin Schäfer digital. Seine Schaltzentrale ist bei ihm zu Hause. Ohne Computer und Internet geht bei ihm heute nichts mehr. Ich mache Online-Banking auch schon sehr, sehr lange. Mache auch meine häuslichen Statistiken, Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Ansonsten mache ich meine im PC meine Bilder, also meine Fotos, meine Fotodateien und Kommunikation mit Freunden im In- und Ausland. Ordner mit Unterlagen oder Kontoauszügen sucht man bei Martin Schäfer vergeblich im Regal. Er verwaltet das meiste auf dem Rechner. Selbst seine Musik hat er digitalisiert und hört sie direkt vom USB-Stick. Dieses digitale Leben wird er irgendwann auch vererben.